Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der wunderschönen Rehbach von Kalle, den Ultramapper. Ja, setz Kalle. So, wir wollen mal gucken, ob das funktioniert, ne? Ich hab keinen Plan. Weil mein Kumpel fährt, ne? Die ist der Sommerlatsche. Hat's vergessen immer. Ach, liebe Leute, ich habe einen Link jetzt drinnen, ne? Zu Lars Seite. Unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch dann die IRC alle runterladen. Habe ich mit Lars mal so. Ich wusste es nicht. Ja, ihr macht es wieder nicht richtig hier. Das habe ich gemerkt, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Was ist Svenny erledigt? Habe ich erledigt. Und der Lars hat es natürlich auch zur Verfügung gestellt. Ist auch nicht selbstverständlich, ne? Mach doch einen Gang rein, ey, Mann! Manchmal haben die es nicht so mit CP, ne? Muss man ja sagen, wie es ist. Ist leider so. Oh, er ist noch fleißig, ne? Das läuft, das läuft, das läuft nicht. Hier steht die Atom rum, er ist fleißig im Walzen. Sollen wir den Wagen tauschen? Nee. Wir wollen uns das hier so ein bisschen, falls ihr da überhaupt hin muss. So, haben wir nicht noch einen anderen Schlepper über? Hier steht da. Wir haben dich noch, ne? Ja, machen wir später. Wir müssen eben hier so ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Mach doch den Rückwärtsgang rein, Mann, du alten Bienenpflücker, ey. Da krieg ich ja schlechte Laune mal, ne? Ist immer bei den Wiesen ist immer so ein Drama. Ja, ist halt das Problem, ne? Die kommen mit dem Shiften nicht klar. Und dann machen die immer solche Mocken. Das ist echt manchmal nicht so schön, aber es wird so machen. Das Kalken sollte schon so langsam automatisiert laufen. Weil es frisst doch echt viel Zeit, bis du dann hier gewesen bist und da gewesen bist. Na, und so möchte man ja auch mal 5 Minuten Pause machen, ne? Wenn das Kalken man automatisiert läuft, dann bin ich ja schon zufrieden. Dann kannst du das nämlich mal nebenher laufen lassen und dann können wir nämlich auch die nächste Gülle drüber fahren und so. Ist ja kein Problem, ne? Können wir uns die Punkte einfahren und dann machen die das allein. Wir haben mal Zeit für andere Sachen. Weil wir werden hier auch 500 Folgen drauf machen, ne? Das sage ich euch jetzt schon. 500 Folgen, genau wie auf der Frühling. Also mit dieser Karte hat Kalle meinen Geschmack wieder total getroffen. Genau wie die Frühling. Butchern und St. Kalle sind auch super Maps, aber diese Map und die Frühling, die hauen mich echt aus den Sockel, ne? Bin ich ja ganz ehrlich. Also was Besseres gibt es ja gar nicht, ne? Er fährt wieder nicht rückwärts. Doch, er fährt rückwärts. Ich bin imprägniert. Muss man ja sagen, wie es ist, ne? Ja, dann vorder. Platz genug da. Sagen wir, wie es ist, ne? Also, das sind ja echt Glanzstücke. Meisterstücke sind das hier. Frühling und Rehbach. So, Prost, Leute. Herrlich, ne? Oh, heute gibt's Erbseneintopf. Lecker! Freue ich mich drauf. Mit einer schönen Mondschnitte als Nachtisch. Jetzt ist die Wiese wahrscheinlich so klein, dass der hier gar nicht kalkulieren muss, ne? Das wäre fatal. Aber jetzt kommt der Klon, ne? Ja,
Ich werde jetzt mal hier quer die Lippen. Hast du dir gedacht, der kommt klar, ne? Ich muss hier hin. Einstellung. Das ist okay. Wir müssen hier hin, ne? Aktivieren. Spiel speichern. Was machst du da? Bist du sicher, dass du das auch alleine hinkriegst, Kollege? Eigentlich darf man dann nicht bei zugucken, ne? Ist euch ja klar, ne? Weil ich jetzt nicht weiß. Heilige Elefanten-Schiebkram. Ich weiß, was er da macht. Ich kann es mir gerade nicht so mit angucken. Hier, guck mal, hier ist auch bald fertig gesät, ne? Die andere Fläche machen wir ölrettig. Ja, so ist der Plan. Müssen wir irgendwas verunkrauten oder so? Haben wir eine nachgeguckt? Ich glaube, Unkraut war nirgendwo, ne? Ne, Unkraut haben wir nicht. Ja, machen wir geflücht erst. Ne, ist nix an Unkraut da. Das ist schon mal gut, ne? Der schafft das heute noch. Wir sind glücklich. Er ist hier fleißig im Walzen. Sag mal, du weißt, was du da machst, oder? Nicht so wirklich, oder? Krieg ich die Kurve nicht hin, ne? Ich krieg die Kurve nicht hin. So eine neue Funktion mit CP, ne? Ich finde die gar nicht schlecht, wie dass du da nur so ein paar Punkte anzeigen kannst, ne? Schon echt Premium, ne? Sagen wir, wie es ist. Ja, es ist wahrscheinlich nicht die interessanteste Folge, aber man muss es ja testen, ne? Und es ist im Moment ist ja nicht viel. Wir können auch Gülle fahren und so, aber lass den erstmal kalten. Dann fahren wir jetzt nach und nach die AD-Kurse ein. Gähen uns einen ab, weil wir geschafft sind von der Arbeitswoche. Der Tag war kacke, ne? Ja, einer in Viertelstunde gearbeitet. Ist immer noch Freitag, wo ich aufnehme. 5.5. Wo ich sportlich da hier hinten dreht. Ich sehe doppelt, ne? Schlecht, ne? Das läuft hier. Und ich gehe mir einen ab. Ja, ist schon fertig hochgeladen da, siehst du? Seht ihr gar nicht, ne? Ich weiß, da kommt nichts zu erzählen. Ich bin gespannt, ob er noch Kalk holen muss. Ich glaub's nämlich nicht. Falls er noch jemals heute hier fertig wird. Ja, das ist aber auch LS, ne? Wenn du was ausprobierst, musst du auch mal dabei bleiben und gucken und hier und da. Ist halt so ein Leben, ne? Oder hüpft ihr da immer bei weg? Und wer denn nächstes Jahr hier noch einen Kalken? Denn, ja, 2:30 Ingame-Zeit. Das ist immer gut in der Zeit. Aber ich, wie gesagt, wir müssen auch noch überall Gülle fahren, ne? Wir könnten uns natürlich so einen riesen Moped da kaufen, ja, vom Marsch, ne? Und darf, ja, doch, darf ich sagen. Aber
Ich weiß, Entschuldigung. Mach gleich aus. Musik war heute auch kacke im Radio. Richtig schickifani hier, ne? Gibt's ja nix. Aber der Streuer wird niemals leer. Das kannst du vergessen. Aber wir können ihn rein theoretisch danach. Da muss ja noch mehr kalten, ne? Oh Mann! Jetzt wird's schlimm. Jetzt wird's schlimm. Ich würde ja gerne den anderen Wagen kaufen, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Schon wieder Gewitter? Schon wieder Gewitter? Okay. Es ist gewitterig in Deutschland, ne? Heute Morgen Gewitter, jetzt schon wieder Gewitter. Solange wir keine Tornados kriegen, ist ja alles gut, ne? Komm, den kaufen jetzt. Da habe ich Bock drauf. Sollen wir dann noch einen von kaufen? Ja, einer reicht jetzt mal. Komm, den fahren wir hier irgendwo gucken. Ich würde ja gerne noch einen anderen IAC kaufen, ne? Aber wir haben schon so viele IAC. Das ist das Problem an der Geschichte. Wir haben viel zu viel IAC. Also, nee, zu viel kannst du ja eigentlich nicht haben, sagen wir es mal so, aber... Wir haben schon reichlich Schlepper jetzt. Sagen wir, wie es ist. Da werden wir demnächst mal aussortieren müssen, ne? Da geht kein Weg dran vorbei. Wir können aber rein... Kann man die Schweinefutter nur in Big Packs kaufen, oder? Weil dann kaufen wir direkt mal Schweinefutter. Wir wollten ja auch noch ein paar Ferkel anziehen, ne? Hatte ich ja gesehen. Ein Schweinestall damit in den Schlag nehmen. Kalle hatte ich das gezeigt im Video, ne? Bis ich das alle wieder getickert hätte, ne? Da ist Ostermonte. Dann nächstes Jahr. Kennt mich, ne? Ich und Tickern, ey. Oh Mann. Der sieht gar nicht schlecht aus geworden. Mir gefällt mir. Mit der Tandemachse sieht er besser aus, ne? Sind wir sitzig hier so besoffen? Ja, ne? Schikram! So, machen wir P. Dann kaufen wir hier so ein Schlag Schweinefutter. Mischration? Da war nämlich die denn drin. Ne, 8 brauchen wir. Kaufen. Kaufen. Helge! Svenny ist da! Wir waschen eben den Schlepper, weil Helge hat ja gerade Zeit. Nicht, dass Christian wieder schimpfen muss, weißt du. Svenny, deine Schlepper sehen so spackig aus. Joa! Die waren noch nie so sauber wie jetzt. Mal Tanki? Nun gar nicht, ne? Sag mal. Warte, wir müssen eben Helge was fragen, ne? Sag mal, Helge, was ist mit Dreschkasten, wo Kalle hier die ganze Map mitgetestet hat? Den wolltest du doch letzte Woche schon fertig machen, und? Das werde ich Helge erzählen, ne? Komm du mal heute Abend nach dem Hof hin. Hä? Da freust du dich nicht mehr. Nicht mehr dumm grinsend da rumstehen, ne? Ja. Der Helge, die faule Hunde.
Koller hat mich gefragt, ob der Helge hier den Dreschkasten wieder fertig machen kann, wo er mit die Map getestet hat. Doch. Weil der testete ja ausgiebig. Siehst du, er hat zum Schluss Sonnenblumen noch gemerkt. Ne? Sag mal, lädst du die auch auf? Ach, der erkennt den Wagen, ne? Bin ich denn nicht auf dem Gerät? Er erkennt den Wagen nicht, ja, schickifani. Naja, ist egal. Müssen wir durch. 18.000 Liter gehen da rein. Wir haben nur 16.000 gekauft an Schweinefutter, ne? Schickram, schickram. Manchmal hat es mit der Sport nicht, ne? Hier kennt er sie jetzt. Pass mal. Ne, da auch nicht. Hier auch nicht. Dann machst du mit der Sport den Hänger, ne? Sieht doch gar nicht schlecht aus. Haben wir den nicht mit hydraulischer Klappe gekauft? Felsenfest sicher. Scharinchen macht auch schon wieder Kasala. Die Hunde haben es drauf, ne? Die machen auch in letzter Zeit echt Kasala. Och, ist voll. Ja, okay. Das können wir jetzt gar nicht ändern. So, halt mal eben an hier. Warum mache ich eigentlich auf Feldbegrenzen rein? Sag mal. Damit du dich da wieder drüber hinwegsetzt, oder was? Der will mich doch gerade verarschen, oder? Ich stehe auf Feldbegrenzen. Ihr müsst durch die Botanik fahren, ne? Sag mal, was stimmt denn nicht mit dir? Oh, fährt hier rum? Okay. Diesmal kriegt es hin, wa? Jetzt fährst du die ganze Strecke nochmal ab. Kann das sein? Du fährst hier lang, dann fährst du da durch die Botanik und dann machst du irgendwo weiter, wo keiner denkt, dass du weitermachen sollst, oder was? Du willst mich doch gerade tierisch verkackeiern, oder? Der Kurs ist echt sehr, sehr interessant. Halt mal hier an. Denn so läuft der Laden nicht. Wieso hast du einen Rückwärtsgang drin? Ja, ist egal. Komm, frag nicht, Sven. Frag nicht. Das bringt dir nichts. Hier noch zu fragen, was hier vor sich ist. Wir müssen den ungefähr hier ansetzen, ne? Gib mir mal den Cursor. Jetzt hat er wieder den Gang nicht drin, ey. Ich könnte ja kotzen, ne? Der fährt hier komplett lang. Ich frage lieber nicht mehr, ey. Und manchmal habe ich da auch echt keinen Böcke drauf, da zu gucken, was der da macht, ne? Ich bin ganz ehrlich.
Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.